Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ich bin mal kurz unsere Missionen durchgegangen. Und ja, darauf werden wir uns mal ganz kurz stürzen. Wir haben hier unten einmal noch die toulonischen Werften. Wir brauchen einen Dock oder eine Schiffswerft. Und Dock, Schiffswerft und Grundproduktion 12 in Toulon. Ja, von der Grundproduktion sind wir ganz weit davon entfernt, aber da werden wir jetzt mal ein bisschen nebenbei reingehen. Dann, ich wollte noch 2 Punkte oder so Militär, um das ein bisschen auszugleichen. Dann, was hatte ich noch gesehen? Genau, wir müssen noch nebenbei ein paar Missionen machen für die Bourgeois. Werden wir auch machen. Schauen wir doch mal gleich, was kriegen wir denn? Kapküste, Handelshausgröße mindestens 5. Ja, okay. Und wir beschlagnahmen Land. Zack. Brauchen wir nämlich auch irgendwann mal so 70% oder sowas. Und was hatte ich noch? Irgendwas hier mit... Ah, die Universitäten hatte ich noch, genau. Die Universitäten hier. Die 8 Universitäten. Wir haben eine von 3 Provinzen. Mindestens 2 Gebäude. 5-mal entwickelt. Jetzt weiß ich allerdings nur nicht, wer das war. Wir gehen mal in Militär rein. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir schon 2 Missionen, 2 Städte und das machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Das Ganze machen wir nochmal. Jetzt ist nämlich die Quest hier fertig und jetzt tritt das Ereignis La Sorbonne ein. Und was kriegen wir hier? Ja, aussprechen tue ich das beständig. Hic et ubiquiterarum, keine Ahnung, jetzt habe ich es doch gemacht. Hier und überall auf der Welt. Okay, Kostenberater minus 10%, bis zum Ende des Spiels verfügbare Berater plus 1. Wir erhalten eine Innovationsfähigkeit und 10 Machtpunkte für jede Provinz, die die Anforderungen der Mission erfüllt. Ja, okay. Ist jetzt nicht ganz so krass, aber ja, passt schon. Passt schon. Können wir zumindest wieder eine Provinz scoren. Gut, dann starten wir ins Spiel. Dann starten wir ins Spiel. Ich würde gerne meine Flotte weiter ausbauen, beziehungsweise wieder ausbauen. Flotte ausbauen, genau. Bauen wir mal wieder ein paar Großschiffe dabei. Unser Fachlech ist gestorben, unsere Ehe ist anscheinend vorbei. Unruhe lokal 4-0, aber für eine Innovationsfähigkeit nimmer. So, jetzt kommen nur noch die großen Sachen hier. Okay. Ja, läuft ja. Läuft ja. Wir werden es jetzt ganz kurz sitzen lassen. Unsere Ziele sind Spanien, Norditalien, vielleicht nochmal Holland. Das war jetzt ein Schiff zu viel, aber das ist okay. Steuern am Lokal 20 in Angola oder irgendwie sowas. Achso, wir brauchen ja Geld fürs Handelshaus. Was macht denn hier Marokko? What the fuck? Okay. Wir sollen das Handelshaus ausbauen. Bin ich gerade blöd? Ich weiß gerade nicht, wie man es ausbaut. Machen wir es einfach so. Die Frage ist, was wir da jetzt alles reinbauen wollen. Steuereinnahmen lokal, Handelsmacht lokal auf jeden Fall. Geht nicht. Ah, haben wir schon. Ich habe das doch nicht hier alles schon ausgebaut.
Achso, ich muss ja. Oh Gott, ich muss ja draufklicken. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Polen will Geld. Kostet uns 203. England hat sich der protestantischen Liga angeschlossen. Okay, jetzt geht's los. Au, witzig. Au, witzig. Portugal. Polen. Das ist ärgerlich. Österreich. Hier ist der Osmane. Wo ist Brandenburg? Ja, wir müssen eindeutig, wir müssen zu den Protestanten. Hier ist auch Moskau. Doof wegen Polen für uns. Doof wegen Polen. Wo ist denn Böhmen? Oh, sogar der Leader. Oder wir halten uns einfach raus. Zwischen Frankreich und Böhmen Erbfolge. Ja, die wäre natürlich geil. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber 22 Jahre. Wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt passiert? Sehr unwahrscheinlich, gell? Komm, wir stellen uns. Mich stört das jetzt nur wegen Polen, aber komm, wir schließen uns der protestantischen Liga an. Wir tun's einfach. Österreich mein Rivale. Heißt, wir werden dann aber auch irgendwann die Religion jetzt wechseln müssen. Ja. Polen mag mich erstmal nicht. Das ist okay. Haben wir denn Kriegsgründe gegen Marokko? Noch nicht. Wir werden aber wahrscheinlich irgendwann mal welche bekommen. Aber wir könnten doch eigentlich, können wir einen Anspruch hier erheben? Ja. Das machen wir doch mal. Ansprüche auf Marokko. So, nächste Dings fertig. Eine haben wir noch, eine Kolonie. Eigentlich hätten wir schon eine zweite gründen können, aber ist egal. Ist egal. So, dann, wir können... Was haben wir jetzt? 13, 4, 10. Gehen wir hier mal auf 10 Truppen rauf. Und Flotte haben wir eh schon maximal. Dann bauen wir einfach hier weiter. Dann bauen wir einfach da weiter. So, was passiert, wenn du jetzt das Bündnis brichst? Haben wir deswegen... Ich meine, wir haben ja... Unsere Staatsehe haben wir ja trotzdem. Unsere Staatsehe hätten wir ja trotzdem. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit der Religion? Handelseffizienz oder 2000 Dukaten? Nehmen wir gleich die 2000 Dukaten. Soll ich die Religion jetzt direkt wechseln, ist die Frage. Wird halt erstmal ganz schlimm für uns, gell? Wird erstmal würde das ganz, ganz schlimm werden für uns. Aber wir machen's. Jetzt können wir fördern. 3500. Alter. Nationale Entscheidungen. Missionarstärke, Toleranz, Heretiker. Missionarstärke, Toleranz, Heretiker. Missionarstärke. Und jetzt kriegen wir eventuell auch, Polen brach das Bündnis mit uns. So, jetzt ist die Frage, was ist mit der PU? Wäre immer noch so. Okay, ja, Papst ist uns egal. Hier verlieren wir Feindseligkeit.
Wir haben eine Katastrophe. Das war fast klar. Und hier können wir was verbessern. Wir haben ein paar Missionarstärke, Kosten, ja, okay, mach mal. Missionarstärke. Und jetzt müssen wir missionieren, was das Zeug hält. Blöd ist, wir haben halt nur einen Missionar, gell? Wir haben halt nur einen Missionar. Aber da müssen wir durch. So, wir können schon wieder ausbauen. Ne, 365 brauchen wir. Also einmal noch. Österreich ist Kaiser. Na, schauen wir mal noch, wie lange. Und wir können Tech in die Militär-Tech wieder reingehen. Für 766. Das machen wir jetzt. Neue Truppen. Die Katastrophe ist mir jetzt erstmal egal. Spanien ist unser Rivale. Können wir jetzt da auch irgendwas machen? Osmanisch-Spanien. Ja. Spanien hätte ich schon auch gerne wieder als Rivalen. Spanien hätte ich schon auch gerne wieder als Rivalen. Ah, und wir brauchen... Oh, da habe ich gar nicht aufgepasst. Wir bräuchten wieder hier... 1, 2, 3. Und ihr kriegt einen Entdecker. Die Entdecker wurden uns ja... Oh. Vernichtet. Geh mal hier rüber. Hilf mal Mailand, bitte. So, was ist denn jetzt hier mit meinem Missionar? Brauchst du ewig. Adel, Dukaten. Was passiert, wenn wir den Dukaten ausgeben? Wir lassen Adel Loyalität verlieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Der Gasper. Dann würde ich hier gerne... Entwicklung von 10. Stecken wir da mal schnell 5 Entwicklungen. Geht gar nicht. Ha, ich Volldepp. Egal, machen wir später. Dann hier erstmal letzte Entwicklung so. Mailand haben wir geholfen. Und jetzt... Oh komm, stirb einfach, Pole, es wäre so geil. Da ist er. Da ist er leider, der Nachfolger. Schade. Das wäre halt schon sehr geil gewesen. Aber es sollte nicht sein. Der Polen hasst mich einfach weiter. Dann machen wir Marokko hier in Anspruch. Dann könnten wir jetzt gegen Marokko ziehen. Oh, aber der Osmane mit drin. Da habe ich ja gerade überhaupt keinen Bock. Da warten wir mal lieber, bis der Religionskrieg ausbricht oder so. Achso, neue Dingsbums. Neue Kolonie hätte ich gerne. Schickt man mal hier runter. Neue Kolonie hätte ich gerne. Korn müssen wir nichts mehr. Haben wir alles. Okay. Also ist gerade dabei. So, jetzt hat. Jetzt geht's los. Der ganze Katholikenschmutz muss weg jetzt hat. Ach, ich habe hier übrigens das falsche Gebäude gebaut. Ich Depp.
Ich Depp. So, erkunden. Verliere 1500. Nee, machen wir jetzt nicht. Habe ich gerade keinen Bock vom Geld her. Innovation wäre zwar schön gewesen, aber... Oh, das ist ja gut. Das ist doch sehr gut. Okay, hier werden wir uns ein bisschen dann mal im nächsten Krieg gegen Spanien die Goldminen und so holen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen hier. Also in die, mit den Kolonien, da hänge ich noch ein bisschen hinterher, auf jeden Fall. Die 27.000 Mann fahren wir mal bitte hier rüber. Die fahren wir mal rüber. Ach, jetzt ist mein Entdecker auch noch tot. Ach Gott, wo sitzt denn Spanien überall schon? Alter Falter. Spanien ist schon wirklich sehr weit. Ja, jetzt können wir einen neuen Entdecker reinhauen. Jetzt können wir den neuen Entdecker reinhauen. 912. Jetzt können wir die Kapküste mal schnell erhöhen. Handelshaus, zack. Und das andere war Toulon auf 12 Produktion, glaube ich. Ne? Okay, einmal noch. Französische Antarktis? Also das ist für mich französisch Brasilien. Also Antarktis wäre ja ich hier unten. Also, hä? Ja. Gut. Wir brauchen 100 Kirchenmacht. Okay, Spanien, Österreich, Portugal, ja, aber hallo. Und Polen natürlich. Der Osmane, ich. Wo ist jetzt denn? Wo ist denn? Moskau? England. Also das, wir sollten eigentlich locker stärker sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange der, also wie lange da quasi ein Frieden herrscht, beziehungsweise ein Waffenstillstand herrscht, bis es losgeht. Wenn es losgeht, werde ich mich auf jeden Fall auf Kastilien stützen. Überleg gerade, ob ich die 21.000 Mann hier zurückhole. Weil da drüben bringen die mir jetzt gerade gar nichts. Ich werde mir das so über Kastilien holen. Mache ich. Ich glaube, das ist besser. Da. Wenigstens geht schnell das Konvertieren. Wenigstens geht schnell. So, Handelshaus wieder. Minimale Autonomie, Seeleute, Rekrutenreserve, Handelssteuerung hätte ich eigentlich gerne. Na? Und das war's jetzt, glaube ich, weil das kann ich ja, glaube ich, nur einmal bauen, wenn ich mich nicht täusche.
Kann ich gerade nicht böhmen. Sorry, ich habe mein Geld gerade ausgegeben. Okay. Aber gesagt, noch einmal rein. Quest abgeschlossen. Nein. Doch. Doch. So, wenn wir zusätzlich die Seemacht- oder Seefahrer-Ideen abgeschlossen haben, haben wir nicht. Wir erhalten 3 Grundproduktionen in Toulon und wir erhalten die Werften, Schiffsbauzeit, lokale Reparatur, lokale Kosten. Sehr schön. Bin gerade ein bisschen überrascht. Moment, 50 Admin macht das, okay. Ach, wir haben ja hier auch noch... Oh Gott. Hier. Aber die muss ich ja scoren. Aber hey, ich habe doch gar keine andere Handelshäuser. Wieso kann ich denn hier theoretisch bauen? Französisch... Lokales Viertel in Angola bauen. Ja, aber ich habe hier doch kein Handelshaus. Sorry, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Kriege ich jetzt eine Kolonie? Nee. Ich wollte gerade sagen. Also die Anzeige. Maklerbüro in einem Gebiet. Die irritiert mich ein bisschen. Dass der mir sagt, ich kann hier bauen. Ah, doch, weil ich habe das hier katholisch. Ich habe hier das schon. Ich habe das schon zum Handelshaus hier gemacht, deswegen. Aber sehe ich das gerade richtig, dass ich das trotzdem noch konvertieren kann? Obwohl das schon ein Handelshaus ist. Ich dachte, das geht nicht. Bin gerade sehr überrascht. Ich dachte mal, dass die das mal, dass es mal nicht ging. Deswegen musste man das vorher machen. Weil dann könnt ihr auch das direkt zum Handelshaus machen. Hm. Nutzt das die Militär als Arbeiter oder Geld? Ne, dann nehmen wir das Militär. Aber wenn das so ist, dann können wir ja gleich weiter ausbauen. Böhmen, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Und ich wollte gerade sagen, wir sind unterlegen. Nein, wir sind hier drüben. Naja, aber wirklich im Vorteil sind wir jetzt auch nicht. Der Osmane ist nicht mit dabei. Der Osmane ist nicht mit dabei. Ja, das ist schlecht, Leute. Na egal, wir werden uns jetzt auf Spanien, Spanien und Portugal stürzen. Das werden wir tun. Das ist unser Gegner. Institute Missionare Prestige, das machen wir. Wir brauchen wieder Prestige. Flotte lassen wir dabei mal stehen. Holland ist auf unserer Seite, oder? Ja. Im Extrakrieg oder was? Ah, der Osmane hat einen Extrakrieg gegen Österreich und so. Und Spanien. Okay, das ist ja schon mal gut. Na, schauen wir mal. Das wird spannend. Das wird spannend. Tunesien ist hier. Auch interessant.
Religionskriege in Frankreich. Das ist dieses Event. Katzen hat in Frankreich keinen Platz. Verliere eine Stabi, verliere. Wir sollten versuchen, ein Blutvergießen zwischen den Religionen zu vermeiden. Nee, ich würde gerne den Protestantismus nehmen. Missionarstärke, wahrer Glaube, Unruhe lokal ist okay für uns. Was haben wir jetzt hier? Einer der folgenden Punkte hat die Katastrophe abgeschlossen. Okay, ich muss einfach nur die Katastrophe abschließen. Also einfach alles konvertieren. Kriegen wir hoffentlich hin. Ja, da drüben kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern. Da kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern. Portugal Bündnis mit Polen. Das ist uns jetzt grundsätzlich erstmal noch egal. Das ist uns grundsätzlich erstmal egal. Fehlt mir irgendwo ein Trupp Soldaten? Ah, hier hinten hat sich noch einer versteckt. Da hat sich noch einer versteckt. 26.000 katholische Fanatiker in Paris. Oh! Frankreich übernimmt die Kolle, katholisch ist nun die neue Staat. Nee. Wir verlieren zwei Stabi. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Die 27.000 Mann, bitte mal darauf. Wir werden uns sofort drum kümmern. Hä, wieso ist denn unsere Einheiten noch weiter runter? Diplokolonialreichweite, Handelseffizienz. Das hätte ich gerne. Oh, Steuereinnahmen. Das hätte ich auch gerne. Missionarstärke wäre natürlich noch cooler. So, Toledo. Wir gehen hier mal nach unten. Und überwachen das Ganze hier ein bisschen. So, wir erobern Paris zurück. Dann sind die Aufständischen hier drüben zufällig tot. Nein. Schade. Schade. Also bisher schaut es aber ganz gut aus für uns. 12%. Mhm. Wäre halt schon wichtig, irgendein General ist tot, wenn wir den Krieg gewinnen würden. Schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.